noch mal so einen Raum. Das Gute ist halt, man zerstört immer gleich mit dem Bohrer bis zu 4 Elemente. Okay, da geht's nicht weiter irgendwo. So, hier war kein Tier drin. Auf jeden Fall mal interessanter aufgebaut als jetzt die anderen. Finde ich zumindest. Schnauft. Da auch wieder nix. Okay. Dachte ich mal. Ach. Ja, das sind die kritischen Treffer. Wenn ich einen Crit-Treffer mache, dann werde ich geheilt, ne? Da haben wir die große Kiste. Bin ja mal gespannt, was da drin ist. Keine Fässer mehr. Gar nichts. Okay. Da unten haben wir da noch einiges. Wir könnten eigentlich, weil, wie gesagt, ich brauche ja noch einiges von diesen Runensteinen. Ich könnte mich jetzt quasi mal hier schräg runterbuddeln. In der Hoffnung, dass das klappt. Ja, dass ich da irgendwo einen Abgrund habe. Und es ist cool, wenn das gleich doppelt und dreifach ist. Dann haben wir vor allem gleich einen Weg nach unten, ne? Achso, ne, Deko brauche ich jetzt nicht. Okay, dann machen wir da mal auf. Ernsthaft? Einfach nur Gold? Nee, Eisenklammern. Für was auch immer wir diese Eisenklammern jetzt brauchen. Fackeln hole ich jetzt aber nicht alle da hinten, die in dem Raum jetzt waren. Schauen wir uns mal die Eisenklammern an. Ja, da
auch noch. So, was ist das? Ah, das ist für einen Krieger. Mehrfachtrefferchance, zusätzliche Treffer. Na, wie gesagt, ich stelle ja im Grunde alles her, was ich nicht finde, dass ich diese Puppen im Grunde ausrüsten kann. Nochmal eine große Truhe. Ja, cool. Gold, 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 Gold. Dolche der unsichtbaren Hand. 150 Gold. Naja, es ist ja etwas, ne? So, ich buddel mich da wieder nach oben. Okay, dann geht's nochmal nach oben. Ich glaube, oben war ja nochmal eine Tür, ne? Irgendwann habe ich so viel Fackeln, dass ich sie einfach da lasse. Wie ist es denn? Ne, das sind wir schon doch alle durch. Das heißt also, wir müssen da wieder nach oben uns stacken. Okay. Also die war jetzt halt auf jeden Fall mal interessanter. Heute waren wir total gruftforschig unterwegs. Ui! Wäre ich fast runtergefallen. Zum Glück habe ich diesen Doppelsprung. Habe ich einen Dreifachsprung jetzt? Nee, das hätte mich jetzt gewundert. So, bitte einmal hier den Marmor noch mitnehmen. Dann können wir mal drauf noch gucken, ob es auf der Karte irgendeine andere Quest gibt. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ne, ist immer noch der Sporenausbruch, aber der dauert nur noch 4 Minuten. So. Wir haben das. Das heißt, wir gehen mal. Da vorne ist wieder was. Da ist ein Grab. Ich buddel mich mal da ganz kurz hoch. Nicht nur, weil ich den Basalt brauche, sondern bessere Übersicht. Ah, da ist ein Haus. Okay. Und da ist bestimmt ein Junker drin. Oder? Junker oder Mumie? Gar nichts. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich das Ding nicht abbauen. Da könnte auch was unten drunter sein. Ah, verdammtes Buch. Wieder zu spät gesehen. Ich meine, hier geht es ja nach unten, ne? Könnte durchaus sein, dass wir da unten auch noch was finden. Aber einmal ringsrum abgrasen mit den Kisten und den Fässern, auch wichtig. Ich würde sagen, wir gucken mal. Ha! Ein versteckter Schatz mit Sesaphiren und Kapuze des Schattenassassinen. Krass, was finden wir heute alles für Rüstung, ey? Na gut, aber die hat jetzt halt nur. Oh, Mehrfachtrefferchance plus 3%. Sortiert 86 Rüstung, regeneriert 52 Leben. Die haben wir ja gerade vorhin nicht aufgezogen, ne? Na, jetzt weiß ich nicht, ne? Die hat zwar nur 86 Rüstung und die 112, aber Mehrfachtrefferchance ist, ich denke mal, die 52 Leben ist sinnvoller. Also würde ich jetzt zumindest sagen, dass das sinnvoller ist. So, was haben wir da noch? Den Dolch der unsichtbaren Hand. Mehrfachtrefferchance und 20% kritische Trefferchance.
90 Schaden. Ich habe halt 101 Schaden mit meiner Fernkampfwaffe, die gebe ich auch ungern her, ne? So, Moment, da können wir uns nach da oben buddeln. Ups. Ah, verdammt. So, jetzt. Okay, schauen wir uns mal um. Da drüben war noch dieser Stein. Da vorne sehe ich jetzt gerade nichts. Also wenn, dann müssen wir noch dahinter, weil da waren wir drin. Und da ist auch noch mal was. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erst einmal hier hin. Schauen wir, was sich da unten drunter verbirgt. Okay. Was finden wir heute nicht alles, ne? Und, Junker oder Hauge? Gar nichts. Na? Was ist jetzt das Fass mal treffen? Gerade noch so im Augenwinkel gesehen. So. Flaschen, Deko, Kisten. Also ich könnte schwören, dass wir hier nochmal jemanden finden. Okay, da ist nur Sand. Okay, es geht nur in diese eine Tür rein. Plötzlich kommt er über den Stein gestürmt. Da auch jetzt? Nee. Da ist nichts. Aber da sind ganz viele Fässer. Da drin gar nichts. Da haben wir noch Fässer. So, habe ich eigentlich irgendeine Deko, die ich erst einmal wegschmeißen kann, weil ich sie einfach nicht brauche und die mir nur das Inventar zumüllt. Das Buch tue ich jetzt auch mal weg, das einzelne. Okay. Ich würde mich gerne mal da reinbuddeln, aber meistens ist da gar nichts, ne? Nix. Okay, zwei Türen. Wir gehen wieder hier durch diese. Okay, ein Schlafraum. Können wir wieder mal durchstöbern. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Die Dinger kann man halt immer nur verkaufen, ne? Aber gut. Geld ist Geld. Vielleicht finden wir auch irgendwie ein Buch oder sowas. In dem irgendwas drin steht. Tisch, Bank, da haben wir noch Regal. Da ist Holz. Nö. Mal nach oben geguckt. Auch leer. Ne, das kann man auch nicht lesen. Ja, dann war das vorhin schon einfach nur ein Dekobuch. Bücher. Bücher, Bücher. Okay. War auf jeden Fall mal schön, sowas zu entdecken.
Ah, da hinten ist wieder ein Versteck. Schauen wir da auch einmal. Da ist nur Erde. Okay. Achso, das ist nur Deko. Einfach eine Kiste, okay. Dreimal Eisenerz. Oh! Moment. Wegschmeißen. 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 Da haben wir Stärkefläschchen 120. So, Halbrüstung der Unvergänglichen. Ach nee. 173, aber das ist. Das hat 280. Nee. Also die auf jeden Fall nicht. Zu dem hier. Das lassen wir. Aber ruckzuck hat man hier das Inventar voll, ne, mit dem Zeug. Okay. Nee, den lasse ich jetzt mal, den Feuerkorb. Die Fackel baue ich nur ab. Ach halt, da wollte ich auch mal reinbuddeln. Aber ich glaube nicht, dass da was ist. Nee, ich glaube nicht. So, den Rückweg wieder erblinden lassen, dass man weiß, wo man schon war. Okay, sind wir wieder oben. Moment, dann würde ich sagen. Kommen wir nicht hoch, ne? Warte mal, dann mache ich es hier. Hier machen wir es, dann haben wir gleich wieder noch ein paar Runen. Dinger, Blöcke. Okay. Das erste Grabmal ist erledigt. Da oben haben wir dann das nächste. Da bin ich aber jetzt halt einfach mal so frei, dass ich sage, ich buddel mich da von unten rein. Oder? Ich komme sogar hin. Mal schauen, wie groß das Ding noch ist. Ups. Jo, ihr könnt nix. So, das ist wichtig. Die Fächer. Schauen wir da mal rein. Da ist auch wieder nichts. Gucken wir mal, ob das jetzt das gleiche ist. Eigentlich juckt mich schon fast gar nicht mehr, wenn die mich jetzt irgendwie treffen. Ich weiß gar nicht, warum ich da immer zurückgehe. Das ist auf jeden Fall mal auch interessant hier. Machen wir mal ein bisschen die Fässer kaputt. Und die Vasen natürlich. Ah, ich kann die Lampen nicht mitnehmen, ne? Deswegen habe ich die auch weggelassen. Na gut, ist egal, jetzt habe ich sie. Sowas zu lesen? Nein. Lektüre oder sowas findet man eigentlich selten, ne? Baublöcke aber immer wieder. Oh, da ist noch ein Regal. Nur Schädel und Bücher.
Okay, also zwei Türen. Da geht's nach oben. Quasi der Hintereingang. Aber oben drüber ist Decke, also von daher brauche ich mich da gar nicht hochbuddeln, weil wir wissen ja, wie es da ausschaut. Und wieder Erfahrung. Und? Keine Mumie? Ich hätte jetzt gedacht, da steht eine Mumie. Ist mir egal, ne? So, was kriegen wir? Irgendwas Besonderes, was wir wieder irgendwas wegschmeißen müssen? Oh je. Okay, irgendwas muss ich wegschmeißen. Dann schmeiße ich lieber mal die Dinge hier weg. Halbrüstung der Unvergänglichkeit, okay. Dann schmeiße ich weg. Das Stroh. Weil diese Teile, die bringen definitiv mehr. Wenn ich sie verkaufe. Okay, dann war es das hier auch schon. So, mit 20 Fackeln hergekommen oder 25 und gegangen mit 60. Sowas. So, ansonsten war hier nichts, ne? Nee, was heißt? Also, ich meine, wir haben schon einiges gefunden jetzt, ne? Mittlerweile. Aber diese Dungeons schreien halt im Grunde immer danach, dass ich das Zeug abbaue. Und irgendwo haben wir ja auch noch ein Portal. Das müssen wir auch noch suchen. Okay. Schauen wir mal. Wir haben... Mann, ich bin schon wieder bei 50 Minuten. Ne, die Zeit, die verfliegt hier auch wieder so schnell, ne? Stellen wir mal kurz ein Bett her. Ich hätte nämlich gerne wieder Tag. Oh, ich habe sogar schon zwei Betten. Das habe ich dann irgendwo abgebaut, ohne dass ich es gemerkt habe. So, wir haben jetzt halt... Okay, die Städte haben wir. Geht's denn dann da noch hin? Wir können jetzt einfach einmal den Kompass schnell anmachen, dass wir sehen, wohin. Okay, in die Richtung und runter. Ist das Portal. Das kann natürlich überall sein, ne? Das kann ja auch wieder mittendrin sein. Haben wir das Haus da vorne schon? Ich weiß es nicht. Es war nicht das Haus, ne? Was man... Okay. Dann gehen wir mal noch zu dem Haus hin. Dinge sind mir jetzt gerade egal. Da haben wir Wasser. Das ist dann nur die Frage. Geh mal in die Ego. Okay. Rupputan. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Immun, ja, noch.
Geht's noch weiter runter? Okay, in die Richtung. Ah, da vorne ist noch was. Das Ding ist ja wirklich riesig, ne? Hier. Ich denke, dass das Portal da ist. Hier unten irgendwo. Aber das werden wir beim nächsten Mal dann sehen, würde ich sagen. Ich aktiviere es nochmal. Ja, also hier irgendwo muss es dann wahrscheinlich unten drunter sein und das suchen wir dann beim nächsten Mal. Da oben haben wir nochmal einen Mineneingang, da haben wir nochmal ein Grab. Das schauen wir uns dann wirklich beim nächsten Mal an. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch der Part gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao!